Aber ich bin auf dem Weg! Ich muss parken! Nee, jetzt ist mein Motorrad weg. Stopp! Stopp! Hallo! Ich hab Hallo! Ja! Ja, Mensch. Du musst noch weg! Hilfe! Komm, bam! Fucky! Das ist Fucky! Hallo! 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 Oh, ich kann mich noch gar nicht so bewegen, ey. Okay. Ich bin noch ein bisschen eingeschränkt, was meine Bewegung angeht. Eingeschränkt warst du auch schon immer eigentlich. Findest du? Ja. Aber nicht in der Bewegung. Ja, wir haben hier so einen random Menschen gefunden und das Ding ist, weißt du, was das Beste war? Wir sind ja da Richtung diese alte Dings gefahren. Und in dem Moment dachte ich mir, ey, wir könnten eigentlich jetzt Jule fragen, was die gerade so macht, ob die Lust hat. Und auf einmal sie fährt da. Ich denke mir, hä, was geht jetzt ab? Die Matrix backt schon wieder rum. Aber setz dich mal vor den Auspuff, bitte. Das ist wichtig, mach das mal. Ich hab's auch gemacht. Ich setz mich auch gern neben dich. Ja. Also das klingt echt gut für dieses kleine Motorrad. Du musst hier hin, ich geh da hin. Bereit? Ja. Ich hab Fehlzündungen. Das ist schon schön. Achtung! Ah! Junge, bescheuert! Okay, dann los geht's, noch ne? Ein Motorrad! Hallo! Oh, mein Rücken! Oh, jetzt bin ich taub, Alter. Aua! Oh, ich hab meinen Rücken richtig bodenlos verdreht. Ja, das ist Lotte! Ich kenn die, das ist eine Freundin von mir! Aber ich bin auf dem Weg! Ich muss parken! Das ist keine 125er. Du Affen. Junge, du schmeißt dein Bike gleich so um. Ich weiß. Ich bin genau auf dem Ding. Jetzt beweg dich doch. Und nix. I am under the water. Please help me. Gott, was denkt sich der Typ jetzt da drin? Oh mein Gott. Ich dachte, die bricht jetzt durch. Ja, ich bin da mit so zwei Kohlköpfen unterwegs. Die sitzen da hinten. Ich glaube, die hat Lenkradschluss drin. So die andere Seite sieht, genau. Ich gehe jetzt weiter mit den Kohlköpfen fahren. Nee, jetzt ist mein Motorrad weg. Hier ist ein Smiley drauf. Oh, heißt das knapp? Oh mein Gott! Zum Glück steht hier dein Motorrad nicht mehr, was gerade von dem weißen Bus hier geklaut wurde. Von dem Opala? Hast du ins Auto gelaufen? Fußgängerzone, alle anhalten hier. Hier ist dein Motorrad, ne? Ich hab ein neues Motorrad. Das ist neue Zündermo 4. Alle aus dem Weg! Achtung! Ich schieb doch in der Stopp! Stopp! Hallo! Das ist voll eng. Heute bestimmst du den Weg. Ich bin schon so viel gefahren. Oh, boah, ich weiß doch auch nicht, wo. Links lang! Okay. Ich will links lang. Nee, ich will rechts lang. Okay, dann rechts lang. Was denkt sich der Typ jetzt hinter uns? Ah! Ah, Gehirnerschütterung! Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert. Er bleibt ruhig und konzentriert. Er ist unser Mann! Feuerwehrmann Sam. Ich kann den Text nicht mehr. Hey! Alter, guck mal, ich hab hier Beleuchtung! Junge! Wow, das ist ja voll High-End-Shit. Nein! Oh mein Alter. Gott! Könnten Sie das bitte unterlassen? Das wäre sehr freundlich. Könnten Sie dies bitte unterlassen? Das wäre sehr freundlich. Könnten Sie dies bitte unterlassen? Das wäre sehr freundlich. Nein! Komme! Ich finde es immer geil bei so 125ern. Man hört nur so, ich komme und dann so. Rah, rah, so diesen Classic Rasenmäher-Sound einfach. Das ist Gegenverkehr. Warum fahren Sie rückwärts? Guck mal. Excuse me. Not now. Oh, Polizei. Das ist sehr früh aufgefallen. Oh, Junge, ich da... Oh, Alter! Schön gucken, bevor du fährst. Das war letztens schon so. Ich wurde letztens fast getötet. Oh, der hat dir richtig den Todesblick zugewendet. Guck mal, jetzt traut er sich nicht neben uns zu stehen. Ich blick dir gleich den Todesblick zu.
Sag mal, geht der da mal los hier? Guck mal, der hat richtig Angst, an uns vorbeizufahren. Ja, besser ist das. Achtung, da kommt ein wild gewonnener Corsa. Ah! Wo? Aber das ist krass, weil die, Alter, weil die ist halt so leicht wie so ein 125er gefühlt, aber hat halt diese Full 48 PS, das macht so Spaß. Die Arme, das halt dich fest, kannst bei mir mitfahren. Ich bin eine gute Fahrerin. Ich fahre angemessen. Crazy! Also weiß nicht, ob du so gut fährst, also die Situation mit dem Bordsteingrad, die hat mir andere Sachen gesagt. Ja. Okay, das war eine Sache. Halt! Sportmodus, zweiter Gang. Die sah aber nicht so begeistert aus. Nicht schlimm. Zum Glück habe ich nicht mein Kennzeichen. Auf meinem Kennzeichen steht Retzi. Grüße gehen raus an Reezy. Voll die romantische Fahrt. Intimität, Alter. Das Schaukelhaus. Ja, er fährt auch Slalom. Warum ist er Slalom gefahren? Komm, wir fahren auch Slalom. Niau, 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 niau. Wie geil. Niau, niau, niau. So, you are driving here Slalom. Why are you driving Slalom, du Rüpel? Wenn ich den winke, winkt er mir zurück? Die Hupe, die hilft. Hallo! Wo ist mein Ding schon wieder? Ey, ehrlich, ne? Ich krieg hier einen Kackreiz, Alter. Ein Kackreiz? Wir rücken! Okay. Wo parken wir denn jetzt? Hier direkt vor der Tür. Am besten in der Tür. Hier bleiben wir jetzt. Oh. Oh nee. Oh. Ja Mensch. Du musst noch weg. Hilfe. Ich muss hier weg, Alter. Boah, letztens, ey. Eieiei, das muss ich euch erzählen, ne? War ich letztens bei Burger King mit einer Freundin. So wie eigentlich jeden Tag. Und dann, wir wollten, ne, wir haben nur was zu trinken geholt. Ja, ja. Wir waren davor essen. Und bei Burger King? Bei dem anderen? Nein, bei Kiko. Wir waren bei Kiko essen. Okay. Und danach sind wir zu Burger King, weil wir richtig Durst hatten. 2 Meter neben uns waren so kleine Mädchen. Also, ja, kleine also Mädchen. Also ihr? Nein, also, oh je, die waren, keine Ahnung, wie alt waren die, 12, 13 oder so, und, die haben so auch über E-Autos geredet, also über Tesla, ne? Über Tesla. So, boah, Tesla richtig scheiße und so, wird mir niemals ein Tesla kaufen, scheiß E-Autos. Sympathisch. Und dann, 3 Minuten später werden die abgeholt, in einem E-Auto. Davor noch die ganze Zeit sagen, boah, Tesla voll scheiße, scheiß E-Autos und dann von einem E-Auto abgeholt werden? Ja, und mit dieser wunderschönen Geschichte würde ich sagen, war es das auch mit diesem wunderschönen Video. Lasst gerne ein Like oder Abonnement da, falls ihr mehr von diesen wunderschönen Videos sehen wollt. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder vorbei. Tschüss, mein kleiner Freund, bis zum nächsten Mal und so.